Vater Stanko kann zufrieden sein. Da musste aber Iva Majoli noch einmal durchatmen nach diesem Passierball. Die traf haargenau die Linie. So, noch an der Außenseite. Im ersten Aufschlagspiel drei Breakchancen für Iva Majoli gegen Helena Sukova. Kommt das zweite Break nacheinander. Hat sie noch die Linie getroffen, jetzt nicht. Der Stopp war genau der richtige Ball, aber immer noch zwei Breakbälle für Iva Majoli. Der erste Aufschlag kommt vergleichsweise selten. Und da ist das Break. Aufschlagverlust am Ende des ersten Satzes, zu Beginn des zweiten Satzes. Das kann das Match kosten, muss es aber nicht. Iva Majoli führt mit 7:5 und 1:0. So hält Iva Majoli den Schläger bei der Rückhand. Äußerst konzentriert. Ist ja seit den Tagen von Chris Evert modern geworden. Die beiden nicht geschlagene Rückhand. Kaum jemand heutzutage lernt sie noch einhändig. Tom. Nur eben Spielerinnen wie Helena Sukova, die schon seit 13 Jahren professionell Tennis spielt und diese Sportart auf orthodoxe Art und Weise kennengelernt hat, spielt Rückhand einhändig. Martina Navratilova war so eine. Manche kommen auch damit nicht zurecht, wie zum Beispiel der Weltranglisten-Erste bei den Herren, Pete Sampras, jetzt mal mit beiden Händen probiert. Hat dann aber eingesehen, dass das nicht so gut ist für ihn. Für andere ist das schon besser. Er spielt die Rückhand wieder einhändig. Mit Erfolg wieder Weltranglistenplatz belegt. Fifteen.
30-15. Helena Sukova kann nicht an die Form von gestern anknüpfen, als sie Arantxa Sanchez-Vicario so beeindruckend bezwungen hat. Spiel mal Juli. Majoli führt 2-0. Und das war weniger das eigene Zutun, sondern die Fehler der Gegnerin, dass die Kroatin eben 2-0 führt. 15. 14. Die Tschechin hat die Serie der Spielverluste gestoppt, verkürzt im zweiten Satz auf 1-2. Die Atmosphäre hier in der Messehalle 7 in Leipzig, angemessen einem Halbfinale der Damen. Ein ordentliches Spiel zwischen Helena Sukova und Iva Majoli. Freilich nicht ganz so gut spielt sie wie gestern, die Tschechin, die im Verlauf ihrer langen Karriere schon mehr als 5 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingespielt hat, fast 6 Millionen sogar. Dieses Turnier hier in Leipzig mit insgesamt 450.000 US-Dollar dotiert. Die Siegerin morgen wird davon 79.000 erhalten. Kommt es zu dem Finale, Anke Huber, Iva Majoli? Momentan sieht es ganz danach aus. Anke Huber ohne Spiel im Finale. 15-15. Iva Majoli hat den ersten Satz gewonnen, liegt ein Break voraus im zweiten. Thank you.
Diesen Stoppball hat Iva Majoli früh erkannt. Sicherer Überkopfball am Ende, Spielball zum 3:1. Wunderbar, dieser Passierball im Rücksetzgang sozusagen. Schön cross, kurz cross gespielt. Da ist das 3:1. Jetzt muss Helena Sukova ihre Sicherheit zurückgewinnen, die sie gestern ausstrahlte gegen Arantxa Sanchez. Tja. Wieder hat sie, die Kroatin, ihre Gegnerin auf den Schläger gespielt. Daher diese Reaktion. Es folgt das dritte Ass der Tschechin. Das war nun ein Aufschlagspiel, so wie gestern, mit einer sehr guten Quote der ersten Aufschläge im Feld. Das ist die Grundlage in ihrem Spiel bei Helena Sukova. Verkürzt auf 2:3 im zweiten Satz. Sie hat gestern gesagt, sie hat im Verlauf der letzten Zeit mehr innere Ruhe gewonnen, lässt sich durch Spielverläufe nicht mehr so aus dem Tritt bringen. Allerdings fehlt ihr noch, wie schon ein paar Mal gesagt, die Form von gestern oder von dem Spiel gegen Karina Habsudova. Noch hat sie nicht verloren, keineswegs. Die Chancen sind da. Allerdings muss ihr nun unbedingt bald einmal ein Break gelingen. Iva Majoli ihrerseits serviert sehr ordentlich. War schon lange als Talent erkannt, als sie in 14, 15 dann im Damen-Circuit mitspielte, war sie wirklich ein spindeldürres Mädel, zwischen 19 Jahre alt, der Körper ausgeformt. Sie ist im Verlauf der Partie ein bisschen beweglicher geworden. Am Anfang hatte man den Eindruck, als stecke ihr das Spiel gegen Lindsay Davenport noch in den Knochen, was kein Wunder wäre. Team 15.
Sehr gut gelaufen. Zum ersten Mal zieht Iva Majoli den Ball hart cross rüber. Solche Angebote müsste man nutzen. Zweiter Aufschlag. Sieben zu fünf, vier zu zwei das Ergebnis in diesem Halbfinale von Leipzig. 15. So exakt hätte es nicht sein müssen. Der Platz war weit offen. Da muss man nicht versuchen, noch die Linie zu treffen. Fehler von Majoli. 30-0 Sukova. 30-15. Auch in diesem Satz gewinnt Helena Sukova das siebte Spiel. Die Faustregel allerdings im ersten Satz durchbrochen. Mal sehen, wie es im zweiten ist. 4-3 Führung für Iva Majoli im zweiten Durchgang. Iva Majoli macht sich bereit für ihr Aufschlagspiel. 7-5, 4-3, Break voraus im zweiten Durchgang. Lassen wir noch einmal die Zahlen sprechen. Bei eigenem Service hatte sie erst einen Breakball gegen sich. Das war am Ende des ersten Satzes. Das sind halt Fehler, die dann nicht passieren dürfen. Aber es passiert halt doch immer wieder, gerade dann, wenn man sich nicht ganz so sicher fühlt, wenn man zurückblickt. Präzision nun in den Grundschlägen der Iva Majoli. Zu Null Spiel für die Kroatin und nun ist sie nur noch ein Spiel
vom Einzug in das Finale 96 in Leipzig entfernt. Noch einmal gibt es neue Bälle. Wir sind dann ein bisschen härter, ein bisschen schneller. Könnte den Aufschlägen der Helena Sukova entgegenkommen. Lange nach dem Punktgewinn für die Kroatin aus. Gute Reaktion der Tschechin, 15-0. Der Lob, total missraten. Kein Problem für die lange Helena, den Ball zu volieren. Jetzt hat sie zwei Spielbälle. Ihre vorletzte Chance, das Match noch zu kippen. Heißt erstmal eigenes Service durchbringen und dann muss sie einen Break schaffen. Ist geschafft. Helena Sukova verkürzt im zweiten Satz auf 4-5. Majoli führt 5-4. Man kann es nicht oft genug sagen, gerade das Aufschlagspiel zum Matchgewinn ist somit das Schwerste, was vor einem liegt. Es wird davon abhängen, ob Iva Majoli das Selbstvertrauen beibehält, das sie im Verlauf dieser Partie gehabt hat. Tom. Es ist immer wichtig, dann den ersten Punkt zu machen. Rhythmisches Klatschen der Besucher in Leipzig. Aufmunterung vermutlich für 15. Helena Sukova. Aber da ist der erste Punkt für Iva Majoli. Jetzt fehlen nur noch zwei. Oh. Da war die ganze Vorhandseite offen. Das Spiel am Netz nicht unbedingt ihr Ding. 40-15. Aber jetzt Matchball. 40-15.
Jetzt hat uns Iva Majoli 7-5-6-4. Das Ganze hat eine Stunde und 10 Minuten gedauert. Wir erleben 1996 in Leipzig ein deutsch-kroatisches Finale, nämlich zwischen Iva Majoli, die nochmal den Zuschauern zugewinkt hat, und Anke Huber, der Titelverteidigerin, die, wie schon mehrfach gesagt worden ist, kampflos das Finale erreicht hat, nachdem Steffi Graf wegen Verletzung zurückziehen musste. Morgen also Majoli gegen Huber. Die Kroatin erreicht zum vierten Male in diesem Jahr ein Endspiel. Zwei hat sie gewonnen, nämlich in Tokio und in Essen. Eins verloren in Paris. Nach dem Gesetz der Serie, wenn es sowas gibt, wäre wieder eine Finalniederlage dran. Das wäre ideal für Anke Huber. Wollen wir nicht unken. Es ist ein Auf uns wartet eine sehr schöne Partie zwischen der Weltranglisten Vierten, Iva Majoli, und der Weltranglisten Sechsten, Anke Huber. Noch einmal in super Zeitlupe der Matchball. Meine Damen und Herren, bleiben Sie noch einen kleinen Moment auf Ihren Plätzen sitzen. Genugtuung bei der Kroatin. Das war's vom Center Court. Es geht gleich weiter mit Michael Antwerpes. Ein bisschen mehr Weitblick. Liebe Regie, ich habe gerade Rückton auf dem Ohr. Können wir das mal runternehmen? Dankeschön. Ein bisschen mehr Weitblick, und weil wir diese Beiträge in dieser Woche schon mehrmals gezeigt haben, sollten wir noch mal sagen, Claudia Kanzler hat diese kleinen Kunstwerke gefertigt. So, Iva Majoli ist hier. Herzlichen Glückwunsch, Iva, zum Erreichen des Finales. Sie sind eine Minimalistin heute gewesen. Zwei Breaks haben gereicht, um Helena Sukova zu bezwingen. Sie haben gestern denn lange arbeiten müssen, drei Tiebreak-Sätze. War das so ein Grund, dass Sie gesagt haben heute, ich will es schnell durchziehen? Ich hatte gestern wirklich ein sehr schweres Match. Also Lindsay hat wirklich ein großartiges Tennis gespielt. Das war also, glaube ich, das härteste Match meiner ganzen Karriere, was ich gestern habe spielen müssen. Ich war deswegen heute etwas müde und ich war auch ein bisschen schwerfällig. Die Muskeln taten weh, der Rücken, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Aber in diesem Spiel habe ich meinen Aufschlag durchbringen können und Helena hat sehr gut aufgeschlagen. Ich musste geduldig sein und ich musste einfach sehen, dass ich meinen Break schaffe. Und deswegen habe ich mich darauf sehr konzentriert und auch darauf, dass ich in zwei Sätzen Schluss mache. Wenn Sie das so ansprechen, Sie stehen auf und sind verspannt überall. Wenn unser einem als Normalbürger das passiert, dann würden wir den ganzen Tag nicht aus dem Haus gehen. Wie werden Sie so schnell wieder fit, um so ein Tennisspiel zu bestreiten? Dafür haben wir ja Massageure und Therapeuten, und die uns wirklich gut behandeln. Aber ich wusste wirklich nicht, wie das heute funktionieren sollte, denn ich dachte, oh Gott, heute muss ich schon wieder spielen. Aber ich habe es doch ganz gut geschafft, und jetzt werde ich noch eine Massage nehmen und mich fit machen für morgen, denn ich glaube, dass Anke etwas ausgeruhter ist als ich. Sie konnte ja heute so durchmarschieren, und deswegen wird es morgen schon ein hartes Match, auf das ich mich aber freue. Sie haben heute unheimlich präzise Grundschläge gespielt. Ist das auch Ihr Eindruck, dass das der Schlüssel zum Erfolg war heute gegen Helena? Mein Aufschlag war aber auch heute sehr gut, glaube ich. Denn wenn ich die ersten Aufschläge verpasst hätte, dann wäre Helena viel besser ins Spiel gekommen mit ihrem Slice. Und es war auch sehr schwierig, sie zu passieren. Deswegen musste ich mich auf meinen Aufschlag konzentrieren. Und das hat heute gut geklappt. Nun, meine Schläge, die haben heute auch gut funktioniert. Also ich bin ganz froh mit meinem Spiel, ganz zufrieden. Wenn man Sie auf dem Platz sieht, dann zeigen Sie nicht allzu viel Emotionen. Sie wirken sehr konzentriert auf das Spiel, lassen sich nicht ablenken. Hier sind Sie dann ganz locker, ganz gelöst. Ist das eine Sache, die Sie vielleicht auch bei Nick Bollettieri gelernt haben, dass man sich eben psychologisch, psychisch in das Match reindenken muss und konzentriert sein muss? So war ich eigentlich schon immer. Das ist sehr wichtig, wenn man auf dem Platz steht, dass man sich auf jeden Punkt konzentriert und nicht zu sehr über die Zuschauer nachdenkt und so weiter. Und ich will auch so schnell mein Spiel fertig machen, wie ich nur kann, und will mein bestes Tennis spielen, und ich muss hier kämpfen auf dem Platz, und das kann ich nur so erreichen. Andere
junge Frauen in ihrem Alter, 19-Jährige, machen ihr Abitur, beenden ihre Lehre, beginnen einen Beruf. Sie kommen viel in der Weltgeschichte herum, sehen viele Länder, viele Menschen. Haben Sie das Gefühl, irgendwas zu verpassen oder ganz im Gegenteil, Sie bekommen was geboten, was andere nicht geboten bekommen? Ich glaube nicht, dass ich etwas verpasse, denn Tennis spielen, das liebe ich. Und ich glaube, ich habe Vorteile. Ich bin 19 und habe schon die ganze Welt gesehen und ganz viele Menschen getroffen und unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Und zu Hause kann ich ja immer noch mit meinen Freunden zusammen sein und ein bisschen ausgehen. Und wenn Sie zur Schule gehen, dann stehe ich auf dem Tennisplatz. Das ist fast dasselbe. Aber ich glaube, ich habe doch einen gewissen Vorteil, denn ich kann das tun, was ich gerne mache. Und das ist nun mal Tennis spielen. Und das ist ein großer Vorteil. Dann wollen wir das auch morgen sehen, dass Sie es lieben, Tennis zu spielen gegen Anke Huber. Wir freuen uns drauf. Das Ganze morgen auch wieder live bei uns. Ich danke Ihnen erstmal für den Besuch im Studio. Und wir, liebe Zuschauer, machen weiter mit Reiten. Die German Classics in Bremen, heute der dritte Tag. Gestern ein Erfolg für das deutsche Goldquartett von Atlanta, angeführt von Ludger Beerbaum. Ja, vielen Dank, Arnim, zurück in der Messehalle 7. Liebe Zuschauer, und für all diejenigen unter Ihnen, die sich später oder erst jetzt zugeschaltet haben, noch einmal die schlechte Nachricht des Tages, dass Steffi Graf ihr Halbfinale gegen Anke Huber heute nicht bestreiten kann. Die Weltranglistenerste leidet an einer Entzündung der Patellasehne, ist heute Morgen bereits abgereist. Tja, das ist natürlich für Sie, für uns, für alle Beteiligten hier vor Ort, die Zuschauer, die Veranstalter, eine ernüchternde Botschaft. Michael Kreutz hat Stimmen und Reaktionen zusammengestellt. Wann spielt die Steffi Graf? Es sollte der bisherige Turnierhöhepunkt werden, doch um 13 Uhr die Hiobsbotschaft. Zu der mit so viel Spannung erwarteten Halbfinalpartie Steffi Graf gegen Anke Huber wird es heute nicht kommen können. Das Traumhalbfinale geplatzt. Was war passiert? Heute habe ich es erst gegen 10:30 erfahren, dass die Steffi eine Verletzung am Knie hatte, dass die Patellasehne. Eine typische Sportverletzung also. Und wie hat es Anke Huber erfahren? Also sie ist auch selber zu mir gekommen, was eigentlich ganz, ganz schön war. Aber ich bin natürlich enttäuscht. Ich habe mich halt wirklich aufs Spiel gefreut und es ist für sie natürlich auch schade. Ich glaube, sie war ein bisschen sauer heute. Schade auch für die Zuschauer. Deren Reaktionen schwankten zwischen Enttäuschung und Unglauben. Ich bin ganz schön enttäuscht, muss ich sagen. Na, das glaube ich jetzt nicht ganz. 1. April ist doch heute nicht, oder? Sind extra deswegen hergekommen? Nein, das glaube ich nicht. Ich komme hierher und möchte Steffi Graf sie mit der Anke holen. April, April, ne? Tja, kann man nicht ändern. Bin trotzdem gekommen. Das einzig Positive, nächstes Jahr Leipzig wieder mit Steffi Graf. Und? Steffi hat mir gesagt, 97 schuldet sie mir was. Und sie wird auf jeden Fall 97 spielen. Ja, also 97 mit Steffi Graf. Und vielleicht, so ist zumindest meine Meinung, wäre es ja ganz gut gewesen, wenn sich Steffi selbst gestellt hätte und den Zuschauern gesagt hätte, Leute, es geht nicht. Aber die Weltranglistenerste ist heute Morgen abgereist. Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Im Finale morgen also Anke Huber gegen Iva Majoli, die Kroatin. Wer es nicht verfolgen konnte, vor circa einer Stunde gewann sie gegen Helena Sukova mit 7:5 und 6:4. Kommen wir zu...